Guten Abend und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal wieder StarCraft 2 Kampagne Wings of Liberty. So, letzte Folge haben wir wieder mal die Zerg bekämpft. Heute weiß nicht, ob es anders wird. Ich weiß nicht, was für Missionen mir angezeigt werden, aber erstmal fangen wir mit den Nachrichten an. Militärstrategen sind im Einsatz und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass demnächst der Held von Taurus selbst die Leitung übernehmen wird. General Horace Warfield. Mit General Warfield als Anführer unserer gut ausgebildeten Streitkräfte habe ich vollstes Vertrauen, dass wir diese neue Bedrohung durch die Zerg schon sehr bald unter Kontrolle bringen werden. Zuschauer, mit General Warfield als Oberbefehlshaber werden die Zerg innerhalb kürzester Zeit besiegt sein. Als nächstes im Programm, der Terrorist Rainer verstärkt seine Übergriffe just in dem Moment, in dem die Zerg wieder auftauchen. Ein Zufall? Entscheiden Sie selbst. Wir sind gleich wieder für Sie da. Ja. Wieder geht's um Jim. Naja. Okay, was hast du denn zu sagen, Tychus? Hast du Dr. Hansen schon getroffen? Sicher. Ich habe die Süße nach einer Ganzkörperuntersuchung gefragt. Fragen schadet ja nicht, oder? Aber ich glaube, dass schon ein anderes Weichei ihre Aufmerksamkeit hat. Ah ja. Und wer soll dieses Weichei sein? Boah, keine Ahnung. Vielleicht so ein Typ, der einen auf weißer Ritter macht und angeritten kam, um ihre Kolonie zu retten. Verdammt, Jimmy. Du hast die Frauen noch nie kapiert. Okay, so, was haben wir hier? Söldner. Was haben wir denn hier? Feuerfresser, ne? Devil Dogs, genau. Brauche ich auch nicht. Ich kann mit denen auch nichts anfangen. Vor allem mit denen auch noch. So, gucken wir mal Labor. Ja, das will ich hoffen so. Artefakt. Commander, ich habe über diese Artefakte nachgedacht. Keine Sorge, ich habe sie noch keiner eingehenden Diagnose unterzogen oder so. Zumindest nicht direkt. Da spuck es schon aus. Nun, Sir, als das zweite Stück hinzugefügt wurde, ist der Energieverbrauch des umgebenden Eindämmungsfeldes drastisch in die Höhe geschossen. Wenn wir noch mehr Teile hinzufügen, müssen wir entsprechend mehr Energie vom Fusionskern des Schiffs abfallen. Das ist also teuer und gefährlich, die Dinge an Bord zu haben. Je schneller wir sie wieder loswerden, umso besser. Ja, wir haben hier den Zergtank auch. Ich will zum Lesen, ich kann gleich vergessen. So, Forschungskonsole. Okay, jetzt zum... So, ah ja. Falkenturm bestückt alle Bunker mit dem automatischen Geschütz. Ja... Das sieht dann so aus. Da sind keine Marines oder sowas drin, nur das Teil da oben schießt. Oder befestigter Bunker. Bunker erhalten 150 Trefferpunkte. Mehr. Ja, ich denke das eigentlich, weil das ist schon relativ gut. Ja, erforschen. Ja, kann nicht zurückgesetzt werden, genau. Hier gibt es dann nächstes Inferno-Turm und die planetare Festung. Und hier... Irgendwas und hier irgendwas, naja. Okay, Brücke. Was haben wir hier?
So, Hansen. Oh wow, ich hab auf den Mausklick gemacht. Hä? Wer möchte bleibt denn dazu was? Ich habe schon viel von ihm gehört, Kommando. Die Liga hat sie immer als Verbrecher dargestellt, als Terroristen. Es scheint aber mehr in ihnen zu stecken, als man denkt. Naja, so wie die Liga nun mal ist. Irgendjemand muss sich um die Karte kümmern. Und es wird mit Sicherheit nicht sein. Ja, dem Anschein nach interessiert es den Imperator überhaupt nicht. Meine Leute und andere, die ihn aus dem ganzen Sektor sind, alle in ein Flüchtlingsgebiet auf meinen Ort geflogen. Außerdem gibt es Gerüchte, dass sich zunehmend Gewalt und Krankheiten in den Lagern ausbreiten. Doch der Imperator hat nichts unternommen. Okay, ich werde es mir mal anschauen. Okay. Ja, weil wenn man nämlich mit Linksklick bei einem Gespräch macht, dann wird nämlich was übersprungen Teil. Und jetzt habe ich aus Versehen noch einen zweiten Linksklick gemacht. Natürlich blöd. Egal. Juana. Mann, es war ein gutes Gefühl, diese Leute da rauszuholen. Aber da draußen sind noch wenige, die man andere Hilfe braucht. Wir können nicht überall gleichzeitig sein, Sir. Wichtig ist, dass wir ein Zeichen gesetzt und ihnen Hoffnung gegeben haben. Jedes Mal, wenn wir Menschen in Not helfen, ist das ein weiterer Schritt in eine bessere Zukunft. Ich weiß, seit 4 Jahren versuchen wir jetzt schon, Mexiko zu stürzen. Jetzt sind auch noch die Zeiten zurück. Eine bessere Zukunft sollte sich lieber beeilen, sonst ist hier bald keiner mehr übrig, um sie noch zu erleben. Naja. Okay, Sternenkarte. Okay, gibt's nicht. So wie am Meinhof. Jim, Flüchtlinge aus dem ganzen Sektor benutzen Meinhof als Sammelpunkt. Doch durch die vielen Leute an einem Ort breitet sich eine bisher unbekannte Epidemie in den Lagern aus. Bitte, meine Leute benötigen Hilfe. Wir müssen etwas unternehmen, bevor es zu spät ist. Da breitet sich der Coronavirus aus. Ich habe gehört, der mächtige Chimbuena sei wieder auf Achse und knapp bei Kasse. Der Planet Redstone besitzt die wertvollsten Ressourcen in der Gegend. Bei der Zerg-Invasion hat das Kalmoria-Kombinat seine Sachen geparkt und alles zurückgelassen. Leute mit etwas unternehmerischem Geschick konnten dort großen Profit machen. Trefft mich auf Redstone, wenn ihr mitmischen wollt. Okay, also wir haben hier den Hellion. Schnelle Gefechtseinheit verfügt über einen Flammenangriff. Oder ein Rächer, Kommandoeinheit kann Klippen hinaufspringen. Also hier gibt es 3 Zergforschung und 2 Zergforschung. Beides ist gleich, aber. Wie gesagt. Ich hasse den Rächer. Ich kann diese Einheit einfach nicht gebrauchen. Deswegen nehme ich den Hellion. Und diese Mission. Untersuchen Sie die Verseuchung auf Meinhof. Okay, los geht's. Womit haben wir es denn hier zu tun, Dorf? Die Instrumente zeigen eine Art biologische Verseuchung, die sich in den Flüchtlingslagern breit macht. Selbst die Gebäude sind davon überzogen. Sowas habe ich vorher schon mal gesehen. Das ist ein Zerg-Virus. Dem können wir nur mit freier Wahl kommen. Jedes dieser verseuchten Gebäude muss zerstört werden. Aber wo sind die ganzen Menschen? Oh nein. Diese Dinge sind infizierte Flüchtlinge. Das ist ein Albtraum. Nur nachts herauszukommen. Der Virus muss sie gegen die hohe UV-Strahlung von Meinhof Sonne anfällig machen. Dann brennen wir tagsüber die verseuchten Gebäude nieder und beschützen nachts unsere Basis. Keine Sorge, David. Wir werden diese Seuche eindämmen. Ja. Und da beginnt die Mission, derzeitige Mission Epidemie. Seien Sie während der Tagesstunden aggressiv. Verwenden Sie schnelle Einheiten, um sich schneller fortbewegen und um sich schneller fortzubewegen. Und seien Sie bei Anbruch der Nacht wieder im Lager. Okay, los geht's. Ah ja. Hä? Los, arbeitet. Hier hinten gibt's halt noch ein paar Trümmer. Hold Position, zack. Ganz einfach. Auf geht's, Jungs. Wir können nicht riskieren, so. Dass das Lager übergreift.
Ja, allerdings habe ich erstmal genug. Ich brauche erstmal WWFs, bevor ich irgendwas anderes mache. Kurz zum Bunker. Ja, let's go. Erster Bunker. Und den WWF klatsche ich auch direkt dahin. Sodass der, wenn der Bunker zum Beispiel beschädigt wird, das repariert wird. Ich mache einen Feuerwehr ran, zwei Marines und ja, dann soll das eigentlich passen. Oder ich mache nur Marines rein. Oder mache ich hier so, 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 so. Warte, ich brauche nochmal. Ja, Nacht. Wir müssen bis Sonnenaufgang durchhalten. Macht euch auf was gefasst. Sonst keinen Spaß. Ja. So. Und das ist fertig. Das nicht. Nein. Ich brauche mehr Versorgungsdepots. So, ich hoffe mal, ich gebe jeden Fall mal safe. So. Ja, so. Sollte passen. Verbrennen die halt die Finger dort. Okay. Ja. Solange die Sanitäter bei Energie bleiben und das tun sie, ist alles gut. Dann werden die Feuerfresser auch nicht vernichtet. Hier nochmal zwei Feuerfresser und dann gleich nochmal zwei Sanitäter. Damit für den Bunker dann hier unten. Dann ist eigentlich die perfekte Verteidigung. Weil das reicht. Okay, hier oben ist ein Kolonieschiff. Okay. Ich weiß nicht, ob man für Hellions, ich weiß nicht mal, wenn ich die bekomme endlich in dieser Mission, ob man für Hellions Vespingas braucht in der Kampagne. Ich glaube nicht, aber ich baue trotzdem. Und natürlich mache ich zwei davon, dass ich schon wirklich Upgrades drin habe. Okay. 16, 17, ja, nimm den Finger. Ach, weitere Wurst. Ah, da sind die Hellions. Da sind sie ja. Und die Fabrik. Jetzt bin ich noch mehr supply-blocked, als ich vorher schon war. Hm. Naja. Egal. Ja, solange die Verseuchten hier vernichtet werden und nicht das Surrounding bekommen, ist alles gut. Stimmt, ich hab vergessen im Arsenal nachzugucken, merke ich gerade. Naja, egal. Ist halt so. Ich verbrenne mir hier die Finger. Okay, let's go. Bin ja schon dabei. Meine Güte. Och nee, oder?
Ey, wie kann sowas... Oh. Das ist doch... Die sind doch so dumm. Ah! Waffenlager. Ja. Ey, wollen wir zwei machen. Und eine weitere Fabrik. Ich meine. Hä? Durch den WBF. Oh mein Gott, es läuft so viel schief. Auch wenn es nicht schlimm ist. Ja, die kosten nur 100 Dings. 100 Minuten. Nein, ich will nur die auswählen. Ich will nicht alle bewegen, dann bewege ich die aus der Basis raus. Das ist kacke. Kann ich nicht die noch da hinten hitten? Theoretisch schon. Ah, verdammt. Die Hellions machen halt absolut keinen Schaden gegen Gebäude, ne? Braucht man tausende Hellions. Ich bin ja von denen auch kein Fan, aber... Hilft nichts. Warum ist das auf V? Es ist so komisch, dass in der Kampagne einige Hotkeys nicht übernommen werden. Ich verstehe das nicht. Warum? Ah, komm. Ja, und dann in der Nacht repariere ich die Hellions halt. Eigentlich ganz gechillt. Ja, komm, machen wir mal. Machen wir mal so. So eine... Jawohl, ja. Oh ja, das sind viele. Das sind viele Besorgungsdepots. Ist der WWF noch dort? Nee. Zack. Warum? Oh no. Kein Bock. Ach komm, ey, ist doch. Okay, es wird in 2 Minuten Nacht. Auch Juden sind auch verseuchte Gebäude. Ja, dann... Okay. Wie, das war es? Ein Sektor. Das dauert ja ewig. Na, ja, nicht 5. 4 reichen. Was sind hier hinten? Achso, das sind Kolonisten. Okay. Wo brennt's? Wow. Okay. Alle da? Alle da. Oder fast alle da. Dann bitte mal reparieren. Sind doch schon da. Sie werden nicht nur bald wiederkommen, die sind bereits da. Solche. Okay. Ja, so bekommt man hier die Zergforschung, Ätze. So. Okay. Ah, verseuchte Marines. Am Start. Wie Titus gerade gesagt hat. Hier gibt es auch solche Scheusale. Ja, die haben ihren Namen auf jeden Fall verdient. Ja. Eigentlich ist es hier nur zurücklehnen und warten. Deswegen ist es eigentlich eine langweilige Mission. Hä? Na, da kommen verdammt viele.
langsam. Gehen die out of energy? Nö. So schnell erstmal nicht. Ja, Upgrades sind auch dann. Also. Kann überhaupt einer produziert werden? Ja, einer. Weil einer reicht doch nicht. Hä? Schaffst du doch. Okay. Fünf weitere. Okay. Das sind verdammt viele Aliens. Die hellen Fahrer sehen auch so aus, als ob die 3 Monate keinen Schlaf hatten, ey. Ey, reparier den Bunker. Reparier den Bunker. Was bezahle ich diese WWFs eigentlich? Die kriegen nichts auf die Reihe. Okay. Lass uns jetzt beide anklicken. Machen wir in die Hölle heiß, genau. Warum stehen hier eigentlich welche? Und hier und warum kommen die von hier? Und, ja. Auf jeden Fall nächste Nacht bleibe ich mit meinen Hellions draußen, weil ich denke, das sind erstmal genug. Das lässt sich gut verteidigen. Hier sind halt die Verseuche und die muss ich halt ausschalten. Für den Bonus. Okay, wie viel Schaden machen die eigentlich? 11 Schaden. Und gegen leicht 20. Das ist nichts. Gegen sowas wie Arbeiter, wie WWFs, Drohnen oder Sonne, ist das ultra geil. Da musst du mit 3 Helins rein und die werden einfach komplett gerüstet. Das machen die meisten Terraner-Spiele auch im Multiplayer. Aber hier. Hier gibt's keine Drohnen und Sonne. Selbst wenn man die vernichtet, bringt das nichts. Und ey. Nicht in den Feuerfresser umbringen. Der kostet 100 Mineralien und 25 Aspingas. Das ist nicht so nett. Und let's go! Vergiss nicht, dass du bei Sonnenuntergang zurück sein musst. So gut wie erledigt. Die brauchen so lange, um ein Gebäude zu vernichten, ne? Nein! Feuer und Flamme, ja. Komm. Oh mein Gott, das ist so eine langweilige Mission. Aber egal. Ich werde jede Mission durchspielen. Okay. Hier ist, glaube ich, ein Verseucher. Ja. Okay. Oh, hier ist eine. Oh. Ist eine verseuchte Basis, eine verseuchte Bunker, die aber keine verseuchten Marines geladen haben. Ja. Hä? Warum? Hä? Wo habe ich noch die ausgewählt? Keinen Sinn. Jetzt. Mach doch mal, ey. Ich vernichte halt wirklich so langsam Gebäude, ne?
Generell einige Einheiten verstehe ich nicht, warum es die noch zum Beispiel im Multiplayer gibt, wie Rächer. Die sind im Late Game absolut Dreck. Ich sehe die maximal die ersten 5 Minuten. Sehe ich 1, 2, 3 Reaper. Also Rächer. Und dann brauchst du die halt nicht mehr. Ich weiß echt nicht, warum die noch drin sind im Spiel. Da könnte man so viele andere Einheiten machen, die cool sind. Nehmen wir eigentlich. Oh, das sind Mineralien. Könnte man nehmen. Und kaputt. Ah. Versorgungslimit erreicht. Immerhin in der Masse vernichten sie diese Gebäude, aber die haben auch, ja, die haben auch nur wenige Leben. 1000 Leben, ja, ich glaube, das dauert. Ich glaube, es dauert ein bisschen. Ja. Oh Gott. Hä? Ich habe den Verseucher umgebracht. Wie habe ich den Verseucher umgebracht? Alles klar, dieser Sektor ist sauber. Lol. Der war eingegraben nur. Warte, der taucht hier auf, ne? Ich glaube, weil die einen Splash Damage machen und drüber geschossen haben. Wurde der umgebracht. Ach, der ist hier oben. Ja, ich mache einfach jetzt mit ihm auch in der Nacht. Verseuchert einfach, ist einfach tot. Komm. Oh Gott, hier sind verdammt viele. Nee, warte nicht auf Tageslicht, Heikes. Auch wenn das verdammt viele sind. Das ist mir relativ egal. Weil hier ist nichts Gefährliches. Sonst. Hä, es lohnt sich doch. Doch. Ich vernichte die komplett. Ah, hier war ich ja schon. Eine Runde rum gleich. Hey, wie viel verseuchte die auf Spawn, ne? Ja, aber ich verliere schon mal ordentlich. Hellions. Ah, werde ich überrannt? Nö. Oh, doch, werde ich. Junge, die haben mich da unten wirklich überrannt. Hätte ich nicht gedacht. Die haben sogar Marine weggeholt, aber ist eigentlich egal, weil. Ist sowieso jetzt eigentlich vorbei. Es sind nur noch 16 solche Gebäude, hier kommen nicht mehr viel. Die kommen nur noch hier unten. Und da ist das Problem: die kommen von unten. Aber warum kommen auf einmal so viele? Holy shit! Ah, wird der Bunker down gehen? Ja, da ist ein Feuerfresser down. Oh, das ganze Teil voll. Alter! Okay, das ist ganz schön viel, ne? Okay, Backup. Kein Bock. Das wird nix. Das krieg ich nicht down. Ey. Junge, habe ich viele Hellions verloren. Und Junge, habe ich wieder viele Hellions. Da sind schon Truppen. Ja, das überleben die.
Hä, wo sind die WWFs? Achso, hier. Komm, hier. Hä, wo denn? Ach, hier oben. Ah, werden überrannt. Ja, kein Bock, die Bunker nachzubauen, ganz ehrlich. Hä, warum? Warum stehen da Aliens? Ja, Jim, jetzt ist. Junge! Ja, 9 Stück. Komm schon! Bring die doch endlich um! Letztes Gebäude. Geschafft! Meine Güte. Ja, Erfolgerung 23 Minuten 23 Minutes later. Lol. Es gibt einen Erfolg 28, es gibt einen Erfolg 23. Okay. Gegnerische Einheiten vernichtet 1386. Gesamtbefähigte 160. Einheiten verloren 58. Das war dann viel. 159 zerstörte Gebäude. 29 bei 8 zerstörte Gebäude. 3 Nächte überlebt. 2 von 2 getötete Verseucher und 2 freigeschalteten Zergforschungen. Sehr gut. Mission abgeschlossen. Gut. Gut, ab in die nächste Story-Sequenz. Danke, dass Sie zugeschaltet haben. Unsere Reporterin Kate Lockwell berichtet live vom Flüchtlingsschiff Skimmer 2, das sich aktuell im Orbit von Meinhof befindet. Donny, die Opferzahlen hier draußen erreichen schwindelerregende Höhen. Enorme Flüchtlingsflotten kämpfen darum, die sicheren Kernwelten zu erreichen und längst nicht alle werden es schaffen. Es herrscht Mangel an Wasser, Nahrung und Hoffnung. Kate, wir werden später noch über die Pläne der Liga zur Rettung dieser Welten sprechen. Unter den Flüchtlingen wird viel über eine mögliche Rettung gesprochen. Und es scheint, dass sie ihre Hoffnungen zumeist auf paramilitärische Gruppierungen und Rebellen wie Jim Rayner... Live von einem Flüchtlingsschiff über Meinhof, wo alle sehnsüchtig auf die Rückkehr der Liga warten. Sie sehen jetzt einen gebündelten Kommentar zum Thema Flüchtlinge. Sind sie wirklich unsere Verantwortung? Du bist ein echter Menschenfreund, Donny. Ja. Gut. Aber das war's doch wieder. Und tatsächlich, ich habe wirklich vergessen, ins Arsenal zu gehen. Na, egal. Das war's mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.